Tag 7. Willkommen in Groningen. Heute ist Sonntag. Ich habe beschlossen, Sonntag ist Ruhetag. Ob das immer so ist, wer weiß. Übrigens, ich muss noch mal kleine Fake News von gestern wahrscheinlich klarstellen. Und wahrscheinlich sogar von vorgestern, weil gestern und vorgestern habe ich ja felsenfest behauptet, dass Tag 4 bzw. 5 ist. Da schwimmen übrigens Leute in dem Wasser. Ich glaube, ich bin der Einzige mit T-Shirt hier rumläuft, der wird verrückt. Es war aber überhaupt gar nicht Tag 4 und 5, sondern irgendwann bin ich durcheinander gekommen in den letzten Tagen. Und das ist auch mit der Grund, warum ich jetzt einfach mal einen Pausetag einlege und jetzt hier mit dem Rucksack unterwegs bin. Und auch der Hund. Barney, komm her! Du bist gefilmt. Der Barney hat auch seinen Rucksack und transportiert hier mein Frühstück. Er sieht da hinten gerade einen neuen Spielkameraden, der kommt auch schon ein bisschen näher. Aber jetzt gerade, als ich angefangen habe zu filmen, hat er sich gesagt, komm, da halte ich dann doch ein bisschen Abstand. Wir wollen ja hier die Influencer nicht stören. Ja. Ich werde, wie gesagt, jetzt heute mal schön in Groningen bleiben. Der Campingplatz ist mega cool. Gestern wieder tolle Begegnungen gehabt. Sorry, da nehme ich euch ja leider nicht mit. Ist ja mein Privatleben. Ja, morgen wird es dann wahrscheinlich ein bisschen weitergehen. Das Wetter ist eher so gemischt. Ja, ich habe jetzt gerade auch noch von jemandem einen Tipp bekommen, wo heute irgendwo im Wald irgendwie ein Musikfestival ist in der Nähe der Stadt. Da ich gestern ja der elektronischen Musikeinladung nicht gefolgt bin, werde ich da mal gucken, ob ich da vielleicht ein Bierchen trinke. Und dann ist die große Aufgabe in dieser Stadt, was Gutes zu essen zu finden. Tatsächlich, die Restaurants in Holland sind meistens nicht so gut. Die haben eine geringe Qualität. Ja, lauf hin. So, Barney hat seinen Kumpel gefunden. Mal gucken, ob das gut geht. Wahrscheinlich schon. Ja, sehr gut. Ja, das ist Tag 7. Offensichtlich Tag 7. Körper braucht eine Pause, Geist braucht eine Pause. Kriegt er morgen jetzt wahrscheinlich weiter, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Es ist toll, es macht Spaß. So, das Konzert ist über. Der Hund ist sehr, sehr glücklich. Ich bin es auch. Hab mal wieder sehr nette Menschen kennengelernt. Unter anderem Peter. Wir machen mal jetzt auf Englisch weiter. Peter, can you please introduce yourself? I am Peter. I'm the organization of Sterrebos Live. Today we had two bands playing music. And we try to reach people in the neighborhood and to connect people and give people a platform to make music. And we all are volunteers. We have a year budget of 5,000 euros, and we do 6 concerts
In the summertime, every time if I start, I think, oh no, it's so much work. But afterwards, I will think, oh, it's energy. I experienced the same. I've been talking to some people, and it was all good energy and nice people. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Das hier ist übrigens die unmittelbare Umgebung meines Campingplatzes. Mitten in der Stadt, trotzdem mitten in der Natur. Hier ist ein Campingplatz. Du bist müde, hast du gesagt? Auch langsam mal was essen? Das machen wir jetzt auch gleich.